Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jelina und falls ihr heute zum allerersten Mal hier seid, ich bin nicht so krass die Fashion-Ikone. Also absolut gar nicht. Aber ich bekomme von euch immer wieder Anfragen, hey Jelina, wie wär's, wenn du mal ein bisschen mehr mit Fashion machst, ein bisschen mehr ausprobierst und einfach mal ja so ein bisschen work with the flow. In diesem Zusammenhang habe ich mich mega gefreut, als ich von Boohoo angeschrieben wurde, ob ich nicht Lust habe, Teil der neuen Kampagne All Girls zu werden, weil es jetzt eine Kollektion gibt, sowohl für Plus Size oder Petite oder Tall, egal was für eine Körperkonfektion man halt hat. Bei Boohoo gibt es jetzt Klamotten für jeden. Offensichtlich gehöre ich mit zur Plus-Size-Kategorie und ich habe mich so gefreut, weil ganz ehrlich, für alle Mädels dort draußen oder vielleicht auch Jungs, ihr kennt das Problem, wenn man ein bisschen mehr auf die Rippen hat, trotzdem richtig schöne Sachen zu finden, die halt auch passen und nicht pressig aussehen und so. Das ist leider nicht so einfach, wie man immer denken würde. Dementsprechend habe ich mich mega gefreut, ein Teil des Ganzen hier zu werden. Und falls ihr es noch nicht wusstet, es gibt jetzt auch kostenlosen Rückversand nach Deutschland. Das heißt, wenn ihr irgendwas mal ausprobieren wollt, könnt ihr es ohne Probleme bestellen und falls es nicht passen sollte, auch wieder zurückschicken. Das ist jetzt alles super, super einfach und easy und dementsprechend fand ich das total cool, für diesen Zusammenhang ein extra Video zu machen. Aber ja, ich glaube, ihr wollt mich hier nicht länger im Schlabber-T-Shirt sehen und in Jogginghose, obwohl die seht ihr gar nicht so doll. Professional Quality Content, let's go! Deswegen starten wir jetzt direkt mit dem Try-on-Haul. Das hier ist das erste Oberteil und das ist für mich was ganz Besonderes, weil so ein Schnitt off the shoulder mit trotzdem den kleinen Trägern hier hatte ich persönlich noch nie. Das ist ein bisschen crazy, aber ich bin krass positiv überrascht, wie gut es passt. Ohne Spaß, Leute. Es passt. Ah, ich hätte die Sachen vor meinem Urlaub gebraucht. Crazy. Ich finde das auch total schön mit dem floralen Muster hier. Geh mal einen Schritt zurück, vielleicht seht ihr das dann besser. Das ist halt hier so relativ flowy, das heißt, es kaschiert auch so ein bisschen. Aber man hat halt trotzdem noch eine schöne Brust da drin. Crazy, ich finde das voll sexy, so voll die neue Welt in die Schulter zu zeigen. Machen wir als nächstes weiter mit dieser Hose. Die finde ich total cool, weil die hat hier so ein bisschen unten das Ganze enger. Und ist dann hier so ein bisschen lockerer. Und man hat halt hier auch einen richtigen Knackarsch drin. Crazy. Gefällt mir mega gut. Ich finde auch die Farbe cool. Und sie ist mega bequem und auch die passt. Wow. Hello. Oh mein Gott, wie schön das ist. Ein Kleid, was mir passt. Yes. Ich muss sagen, der Ausschnitt ist ein bisschen crazy. Aber definitiv sexy. Gefällt mir total gut. Das ist bodenlang, das Kleid. Und es hat einen Twist, den zeige ich euch jetzt. Sind nämlich so zwei Schlitze. Das heißt, man kann im Zweifel zwar auch so ein bisschen hier posen und Bein zeigen. Wow. Und man hat hier total die geile Figur drin. Crazy. Oh mein Gott, ich liebe die Ärmel. Obsessed. Leute, ich habe es gerade schon wieder ausgezogen und nein, ich habe nichts an. Aber ich wollte euch nochmal eben von Nahem die Stickerei zeigen. Die ist mega schön und hochwertig. Also allgemein, ich bin so krass von der Qualität geflasht. Ohne Spaß, das hier ist der Hammer. Ich werde hundertprozentig nochmal bestellen. Geil. Das hier ist das nächste Teil. Und zwar ist es so ein satinfarbener Rock. Ich habe gerade eben einfach mein Schlabber-T-Shirt wieder übergezogen, weil ich kann es halt. Und der hat richtig das schöne Material. Leute, ich bin so krass geflasht von der Qualität der Produkte. Crazy, ich muss mir nie wieder Sorgen machen, was ich anziehe. Und auch der zeigt wieder so ein bisschen Bein hier. Crazy, oh mein Gott, ich bin richtig in love. Mega schön. Ich wünschte, ich hätte was zu kritisieren, aber bisher heftig. Hier haben wir jetzt nochmal so eine Mom Jeans, die halt so richtig krass kaputt ist. Aber auch die sitzt perfekt, trotzdem Knackarsch und die sind mega cool. Das ist halt voll der Hingucker mit dem krass kaputten, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es so zerfleddert, weil halt auch hier das Material krass hochwertig verarbeitet ist. Heftig, das habe ich nie erwartet für den Preis, locker, never. Ohne Spaß, das hier ist jetzt schon fast zu fashion für mich. Ich sehe fast zu gut aus, um wahr zu sein. Wer bin ich denn bitte? Krass. Ich kann gar nicht aufhören, in den Monitor zu gucken, weil ich so gut aussehe. Endlich gibt es mal schöne Frauenklamotten, die für mich passen. Auch hier wieder mit den Stickereien. Krass, die sind so schön verarbeitet.
Das Ding ist, warum ich das so oft sage, ist halt einfach, weil ich nicht dieses Maß an Qualität, um ehrlich zu sein, für den Preis erwartet habe. Ich habe gedacht, für den Preis der Produkte ist es okay. Aber ganz ehrlich, hier ist nichts dran auszusetzen. Es ist der Schnitt, die Verarbeitung, das Material, top. Wirklich top. Hier haben wir jetzt noch einen Rock, der ist so 3/4 Länge oder so, geht so knapp übers Knie und der ist echt richtig tight. Also vielleicht wäre hier so ein kleines Bauchbeckhöschen nicht verkehrt, damit das alles ein bisschen geschmeidiger aussieht. Aber ganz ehrlich, no fucks to give. Ich finde auch das so krass. Ich habe total das andere Körperbewusstsein auf einmal. Ohne Spaß, Leute. Wer bin ich bitte? Krass! Oh mein Gott, ich freue mich. Das ist voll geil. Mega schön. Wow. Wie ihr seht, ist das hier nochmal ein bodenlanger Jumpsuit. Sehr, sehr körperbetont geschnitten. Aber nicht pressig. Der ist halt super elastisch. Und ich finde, der schmeichelt halt voll. Man hat einen schönen Ausschnitt. Er ist hier so ein bisschen tailliert. Ich zeige euch das Ganze einmal von hinten. Man hat hier so kleine, wie heißt das? Straps. Ich finde halt, dieser Jumpsuit ist einfach so krass schön und als ich mir den im Internet ausgesucht habe, war ich nur so, ob das was wird? Naja, ein Versuch ist es wert. So einfach erfahrungsgeprägt. Krass. Komplett neue Welt für mich. Mega schön. Ich fühle mich so wohl gerade, das gibt es gar nicht. So, das waren auch alle Klamotten, die ich euch in dem heutigen Video vorstellen konnte. Ich bin so krass geflasht. Ohne Spaß, Leute, ich hätte mir alles vorgestellt, aber nicht, dass es so perfekt wird. Ich habe so viele Klamotten heute anprobiert und alles hat gepasst. Mit den Größen, die ich mir im Vorfeld überlegt habe. Ich habe nicht von jedem Kleidungsstück 5 Stück zugeschickt bekommen, nach dem Motto, hier, wir wissen nicht, welche Größe passt, probiere dich durch. Mit meinem gesunden Menschenverstand konnte ich Größen auswählen und ich musste nicht 5 Großen größer bestellen oder so. Das hier ist wirklich eine Kollektion für Plus-Size-Girls, die halt wirklich durchdacht ist und nicht halt irgendein Shit so von wegen, ja, hier bestell 5XL, weil fällt halt so klein aus. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Gefühl kennen, gar nicht mehr Klamotten anprobieren zu wollen oder gar nicht mehr shoppen gehen zu wollen, weil es eh keinen Sinn macht, man eh nichts Schönes findet, man zwischendurch halt auch als Frau in der Männerabkleidung einkaufen muss, weil die Frauenklamotten halt einfach nicht passen oder die Plus-Size-Läden halt alle irgendwie so altbacken sind und für Omas. Aber nee, ganz ehrlich, Leute, das hier ist der absolute Wahnsinn. Ich habe schon so oft Klamotten im Internet bestellt, Leute, glaubt es mir. Und noch nie hatte ich eine Bestellung, wo jedes Teil passt. Jedes. Ohne Spaß, ich werde nichts davon zurückschicken. Gar nichts, ich behalte alles. Macht euch bereit, Instagram-Fotos mit Outfit of the Days werden definitiv ganz bald kommen. Wenn ich euch damit nun auch so ein bisschen anfixen konnte und ihr auch Interesse an der Plus-Size-Kollektion oder vielleicht auch an der Petite- oder Tall-Kollektion habt oder natürlich auch am ganz normalen Sortiment, habe ich euch einen 50% Rabattcode klar gemacht. 50%, Leute! Krass, kommen wir klar, ganz ehrlich. Ich muss sagen, die Preise auf der Website sind für die Qualität zu 1000% angemessen. Und wenn ihr jetzt noch 50% Rabatt auf die Bestellung bekommen. Ganz ehrlich, darf ich meinen eigenen Code auch selber benutzen? Ich weiß es nicht. Das hier waren gerade meine First Impressions, wie ich die Klamotten angezogen habe. Ich habe das Ganze hier im Vorfeld nicht gestaged oder vorbereitet oder so, sondern das hier waren meine First Impressions und ihr habt gesehen, was das mit mir gemacht hat. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, das Ganze mal auszuprobieren. Durch den kostenlosen Rückversand habt ihr überhaupt gar kein Risiko, das Ganze auszuprobieren. Und ja, wenn man dann auch noch 50% auf seine Bestellung bekommt, was soll ich noch anderes sagen? Das wäre dann aber auch schon alles, meine Lieben. Falls euch das Video gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, lasst mir spätestens jetzt definitiv ein Däumchen nach oben da. Und schreibt mir eure Meinung zu den Klamotten mal definitiv in die Kommentarbox. Welches Teil von den Sachen, die ich euch heute vorgestellt habe, hat euch am besten gefallen? Ohne Spaß, jetzt war ich fast fertig und die Kamera überhitzt, weil ich so hot in diesen Klamotten aussehe. Krass. Vergesst definitiv nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Und drückt aufs kleine Glöckchen. Yay. Okay, war das jetzt unangemessen, dass ich so gemacht habe, als ich über Glocken geredet habe? I don't know. Aber ja, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag. Stopp, stopp, stopp. Ich habe noch eine Sache vergessen, euch zu zeigen. Ich habe noch eine Sonnenbrille. Mhm. Happy Power.